Die Langstreckenläufer beginnen derzeit ihre gezielte Vorbereitung auf die Höhepunkte 2021. Für Peter Herzog sind das die Olympischen Spiele in Tokio. Auf das letzte Jahr kann der Salzburger trotz Einschränkungen und Absagen positiv zurückblicken. In London lief er neuen österreichischen Marathonrekord. Peter Herzog beendet das Laufjahr als Tempomacher für Valentin Pfeil und Timon Theuer. Anders als die beiden hat er das Olympialebit schon in der Tasche. Es war für mich genauso ein schwieriges Jahr, aber ja, ich darf jetzt am Ende des Jahres cool sagen, ich habe zwei österreichische Rekorde beim Laufen gemacht, über 5 Kilometer auf der Straße und im Marathon, auf dem, was ich ganz besonders stolz bin. Anfang Oktober läuft Herzog beim London-Marathon trotz schlechter Bedingungen in 2 Stunden, 10 Minuten und 6 Sekunden ins Ziel. Überhaupt teilzunehmen war lange unsicher. Ich habe mich dann an einem dünnen Grashalm festgehalten und das war eben der London-Marathon, da wo ich dann irgendwann so eine vage Zusage bekommen habe. Ja, ich glaube, das war sicherlich eine meiner größten mentalen Leistungen, was ich jemals gebracht habe. Wie vorher schon gesagt, im Frühjahr haben wir wirklich Probleme gehabt, wo ich nicht mehr gewusst habe, in welche Richtung geht es jetzt. Es ging dank 7-wöchiger beinharter Vorbereitung in die richtige Richtung. Denn Peter Herzog glaubt nicht an sportliche Geschenke, auch nicht rund um Weihnachten. Ja, ein paar Mal, wenn ich zufällig an den Himmel aufschaue und da sehe ich eine Sternschnuppe, dann wünsche ich mir schon was. Aber sonst ist Leistungssport, speziell Ausdauersport, einfach beinharte Arbeit. Da gibt es ganz wenig Zufälle. Jetzt läuft der 32-Jährige bereits dem Ziel Olympiamarathon in Japan 2021 entgegen.